Dieses Video wird unterstützt von Autowelt von Rotz und Shop for Tesla. Mit aktuell über 300 Elektroautos von diversen Marken an Lager ist Autowelt von Rotz dein Ansprechpartner bei der Wahl deines Wunschautos ohne Lieferzeiten. Shop for Tesla unterstützt diesen Kanal mit hochwertigem Zubehör von der Marke To Be Fair. Wenn du für deinen Tesla oder ein anderes Elektroauto ebenfalls Zubehör bestellen willst, nutze den Rabattcode E35 für 5% Rabatt. Alle Infos zu Shop for Tesla und Autowelt von Rotz findest du in der Videobeschreibung. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Reise nach Spanien. Wir sind hier in Montelimar am Ionity am Laden. Und jetzt mal hier kurz ein Blick auf das Handy. Wir haben jetzt hier in 26 Minuten 04 haben wir schon 75,8 Kilowattstunden geladen. Laden aktuell noch mit 69 kW. Wir schließen dann auch gleich ab, wenn wir diese Szene beendet haben. Der Hersteller sagt ja, dass von 10 auf 80% das Auto in 24 Minuten laden soll. Und wir haben es vorhin gesehen, es sind 24 Minuten und 13 Sekunden gewesen von 10 auf 80%. Das ist natürlich ein sehr guter Wert, klar, für 100 Kilowattstunden Akku ist es wirklich ein guter Wert. Jedoch ist dieser Wert auch nur so viel wert, wie das Auto auch fahren kann. Das heißt, wie viele Kilometer mache ich denn damit effektiv? Und das ist dann schon wieder eine kleine, man muss nicht sagen Ernüchterung, aber halt schon, ja, es ist kein Effizienzwunder. Ja. Schauen wir hier auf den Verbrauch. Wir sind jetzt hier 640,8 Kilometer gefahren. So, 6 Stunden 28 reine Fahrzeit und der Verbrauch ist 30,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wir rechnen also 100 Kilowattstunden Akku, das sind von 100% bis 0 ein bisschen was über 300 Kilometer. Und weil wir ja nicht auf 100% laden, sind es dann doch in der Realität, muss man ganz ehrlich sagen, zwischen 250 und 280 Kilometer, die man von ein bisschen was über 80% bis so 5, 6, 7% runterfahren kann. Und das soll auch ein Video oder soll auch eine Videoserie sein, um euch eben zu zeigen, genau im schlechtmöglichsten Szenario, was es bedeutet. Also das heißt, von Ionity zu Ionity müsstet ihr einfach so roundabout 250 Kilometer jeweils springen können, dann ist das kein Problem, weil da könnt ihr wirklich von Ladesäule zu Ladesäule eben gehen. Aber man muss auch so definitiv das ansprechen, weil auch der Konzern, hier Kia und auch Hyundai, mit dieser eGMP-Plattform auch bis anhin der größte Akku gebaut haben. Und da habe ich halt schon auch gedacht, ja gut, dann geht zumindest gleich viel wie bei einem 77 Kilowattstunden Akku eines EV6 oder eines Ioniq 5. Die Routenplanung des Autos, ich habe es im ersten Teil schon angesprochen, sie ist definitiv nicht schlecht, sie plant die Höhe ein, aber ich mache es dann doch eben doch wieder lieber selbst. Habe jetzt auch hier die Route gewählt zum Hotel ohne automatische Routenplanung und kann dann hier, wie das früher auch schon gegangen ist, einfach rauf, hier auf das Suchsymbol, dann auf Ladesäule. Dann habe ich ja den Filter, den ich nur auf Ionity gesetzt habe und sehe eigentlich jetzt ganz genau entlang der Route, welche Ladesäule auf meiner Route liegt, kann die dann als Wegpunkt hinzufügen und dann wird auch den Akku vorkonditionieren, das ist überhaupt kein Problem dann. Also, ihr seht schon, es ist noch nicht alles perfekt, wenn du in einem Review halt statisch oder kurz zu Hause eine kleine Testfahrt machst, dann merkst du diese Dinge vielleicht gar nicht, aber wenn du wirklich auf einer langen Strecke bist, dann wirst du das Auto noch was anders kennenlernen und es ist auch ganz wichtig, dass man es auch macht. Gerade vorhin auch, als wir ein bisschen knapp dran waren mit dem Akku, mal kurz auf 110 verlangsamt, um zu schauen, wie viel Reichweite kann ich mehr generieren bei 110 gegen 130 halt. Und es waren doch schon 8%, die ich rausgeholt habe auf 100 Kilometer, das ist schon ganz gut. Also man sieht auch schon, wie man das Ganze dann mit dem Ganzen spielen kann. Logischerweise ist das, wie schon angesprochen, soll es automatisiert sein, einfach sein, aber man muss definitiv sagen, man kann so fahren oder man kann so fahren. Ich habe jetzt mich entschlossen, das wieder selbst zu machen, die Ladesäulen hinzuzufügen. Ich sehe dann, wie viel Prozent habe ich in der Ladesäule, wenn ich ankomme und das eben, wie schon angesprochen, mit Topografieeinrichtung und deswegen kann man es auch gebrauchen. So. Das heißt, unsere nächste Ladesäule ist Ionity in Narbonne. Und wir werden dann vermutlich weiterfahren, das sind jetzt hier 229 Kilometer bis zu dieser Ladesäule, das reicht natürlich tipptopp jetzt mit dem jetzt geladenen Akku, wir werden dann weiterfahren über die Pyrenäen Richtung Girona, Barcelona und dann nochmals laden. Und ich denke, ihr seid mit dabei beim zweiten Teil dieses Vlogs nach Spanien, nach Andalusien. Jo, und beim nächsten Mal ist dann wieder Tag hell, wenn ihr wieder die nächste Szene seht. Who's in control of me?
guten Tag zusammen. Es ist mittlerweile hell, hast du vorhin auch gesehen. Sonnenaufgang, wunderschön. Hier Ionity in Narbonne. Es gibt einige Stationen, 8 Stück sind es ganz genau. Wir stehen hier an dieser Säule und wir haben jetzt hier wirklich mal einen typischen Stopp simuliert. Das ist nicht nur simuliert, wir haben wirklich einen typischen Stopp gemacht. Seht es auch hier. 24 Minuten stehen wir jetzt hier und wir haben schon wieder 83%, haben schon wieder 70 Kilowattstunden geladen. Und ich habe gerade vorhin die Rechnung bekommen, denn wenn du Ionity Passport hast, bekommst du die Rechnung eigentlich immer direkt aufs Mail mit den Mehrwertsteuern, denn die sind ja noch oben drauf, also 39 Cent plus die Mehrwertsteuer, die ist in Frankreich 20%. Das heißt, wir sind bei einem Kilowattstundenpreis von ca. 47 Cent pro Kilowattstunde inklusive Mehrwertsteuer. Das finde ich ein guter Wert, gerade auch deswegen, weil die Stationen auch wirklich gut gelegen sind an der Autobahn. Ja, top. Also, ich bin jetzt fast 900 Kilometer gefahren und für mich wird es nun also Zeit, ein bisschen auszuruhen beziehungsweise euch das Auto mal zu zeigen, eben von innen auch auf der zweiten Sitzreihe, denn da ist es auch sehr bequem. Ja, was haben wir da alles? Das schauen wir zusammen an. Und nun also fährt meine Mutter die nächste Etappe. Also nun werden wir das Profil switchen auf meine Mutter, denn die hat ein eigenes Profil. Und jetzt wird auch der Sitz gerade verstellt. Ich fahre da ein bisschen hoch. So. Du bist auf schau mal, wie unbequem es ist zum Sitzen so. Aber ist ja egal. Wir sind jetzt schon wieder bei 86%. Wie gesagt, das sind jetzt hier alles Pausen, die man einfach wirklich so macht. Gut, nächster Halt, Ionity Girona. Girona, wie sagt man eigentlich? Girona. Also alle Spanier, schreibt es in die Kommentare, wie spricht man Girona aus? Ich weiß es nicht. 170 Kilometer entfernt von hier. Ich habe jetzt diese Säule ausgewählt, dass meine Mutter nicht Hypermining betreiben muss. Hypermining betreiben muss. Was heißt das? Das Hypermining heißt, alles aus dem Akku rausholen, was irgendwie geht. Also, wir kommen aus dem Kia EV9 von der mittleren Sitzreihe. Wir haben hier ja drei Sitzreihen, beziehungsweise die hinterste ist ja mit Koffern belegt, die haben wir umgeklappt. Ist hier der Sechssitzer und ihr seht auch schon, dass wir dann den Mittelbereich wirklich schön frei haben und wir können hier diese Armlehnen eigentlich so einstellen, wie wir wollen. Ganz cool finde ich, dass man da oben die Temperatureinstellung hat für die hinteren, also für die mittleren Passagiere. Ich kann hier alles selbst wählen, wie ich das hinten haben will. Und das Schiebedach ist aktuell zu. Selinda, kannst du das Schiebedach, also das Sonnendach mal aufmachen? Super, zählt das gleich. Es geht hier jetzt auf. Das ist hier jetzt elektronisch, so wie aktuell gerade. Und dieses Dach, was ihr da aktuell seht, das könnt ihr nicht öffnen. Das vordere Dach, das könnt ihr öffnen, müsst aber das dann von Hand entsprechend beschatten, wenn ihr das wollt. Also hinten elektronisch, vorne manuell sozusagen. Cool finde ich ja, unten habt ihr so ein Tischchen, was ihr rausfahren könnt. Jetzt haben wir hier unten noch so Taschen hingestellt, aber sonst ginge das. Tischchen oder unten noch so ein Behälter. So, hier geht es da unten Platz. Also kannst du so rausziehen. Das geht natürlich nur beim Sechssitzer. Dann zwei mehr Getränkehalter hinten. Wir haben ein USB-Ladegerät in den Sitzen für die hinteren Passagiere. Und ganz cool finde ich, dass wir hinten auch Sitzheizung und Sitzbelüftung haben in drei Stufen. Das ist der GT-Line und den GT-Line gibt es ja, wie schon angesprochen, als 6- oder 7-Sitzer. Die 6-Sitz-Variante gibt es auch noch mit diesen Swivel-Sitz, das heißt die drehbaren Sitze, die kann man 90 oder 180 Grad drehen. Das haben wir aber nicht. Wir haben die Relax-Sitze, das seht ihr auch, ich bin hier wirklich gechillt drin, liege hier praktisch im Auto. Logischerweise kann ich nicht so liegen wie in einem i7, das ist vollkommen klar. Aber es ist doch schon sehr angenehm zu entspannen und vom Platz her natürlich absolut krank. Also da hast du so viel Platz, das könntest du noch ein ganze, nochmals zwei weitere Koffer reinmachen. Selinda macht auch gerade die Co-Pilotin aktuell und das ist noch cool da, dieses Netz bei der Kopfstütze. Es ist sehr bequem, das haben wir auch, hinten haben wir das nicht. Das sind wirklich so richtige Kopfstützen, wie man es kennt, die kann man auch verstellen. Und ich muss sagen, es fährt sich schon sehr gut. Also es sitzt sich hinten sehr gut, man kann auch wirklich gut entspannen. Meine Mutter und Selinda haben auch wo ich gefahren bin, haben sie da hinten auch geschlafen. Es geht wirklich tiptop. Naja, muss man sagen, kann man schon mitreisen. Eben,
was ihr, oder welche Pillen müsst ihr schlucken, der hohe Verbrauch, den müsst ihr einfach in Kauf nehmen. Es ist so, dass aktuell einfach schlichtweg nicht mehr geht. Noch einen größeren Akku reinklatschen kannst du nicht und dann bist du irgendwann halt am Maximalgewicht, was du haben kannst. Ja, wisst ja, Kategorie B, 3,5 Tonnen, mehr geht nicht. Dementsprechend, ja, mehr als 100 Kilowattstunden wird schwierig. Das Auto anders bauen könnte man natürlich, dann müsste man aber wieder den Kompromiss mit dem Platz eingehen. Also ihr seht schon, es ist aktuell so ein bisschen ein Teufelskreis. Laden kann er sehr, sehr schnell, das ist auf jeden Fall genial, aber ja, es ist so. Und jetzt schaut her, jetzt hat meine Mutter gerade gesagt, das Auge überwacht sie und das mit dem Gebimmel. Ich habe ja zu Beginn dieses Videos, oder das war glaube ich im ersten Teil noch, habe ich ja gesagt, wie man das Gebimmel auch ausschalten kann. Und vielleicht wird sie es dann auch noch irgendwann machen, wenn sie genug genervt hat. Also, ich werde mich jetzt ein bisschen hinlegen, ein bisschen ausruhen und danach sehen wir uns wieder in Girona. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst, wie man es ausspricht. Jetzt also hier am Laden bei Ionity und danach werden wir aber Ionity verlassen müssen. Warum? Dazu dann im dritten Teil des Videos mehr. Was aber jetzt noch definitiv passieren wird, ist ein Größenvergleich, den ich so eigentlich nicht geplant hatte. Aber schaut euch mal jetzt den Größenvergleich an. Hier ist der EV9 und nebendran steht der EV6. Jetzt seht ihr mal die beiden Fahrzeuge im direkten Vergleich, was die Größe anbelangt. Ich muss wirklich sagen, ich war erschrocken, wie viel größer der wirklich ist. Ja? Das ist wirklich krank. EV6 und EV9 im direkten Größenvergleich. Und nur schon, wenn ihr jetzt das ansieht von vorne, die Stirnfläche, ja, dann ist ja klar, dass das Auto einfach nicht effizient sein kann. Ja. Einfach im Vergleich die Stirnfläche beim EV6 und die Stirnfläche beim EV9. Die ist einfach so massiv größer. Auch die Windschutzscheibe ist viel steiler angewinkelt. Hier im Gegensatz zu da hinten zum EV6. Und das ist eben schön, dank 800 Volt, 204 kW. Das Auto kann nicht 240 wie der EV6, nein, es lädt 210 maximal. Dafür hält das über sehr lange Zeitraum. Es sind übrigens drei eGMP-Fahrzeuge hier, Ioniq 5, EV6 und eben wir. Also sie sind natürlich genial, denn die Ladestops sind wirklich kurz, dank der schnellen Ladeleistung. Das war's also von Teil Nummer 2, jetzt also in Girona. Im dritten Teil wird es dann von hier nach Valencia gehen. Wir zeigen euch, wo wir danach laden werden. Nämlich nicht mehr bei Ionity, denn das hat taktischen Grund. Dazu aber dann, wie gesagt, im dritten Teil mehr. Bleibt also dabei. Bis später wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen und tschüss.